Sehr geehrte Kollegen, Herr Tannock hat die Situation sehr gut beschrieben. Das Erschreckendste an diesem Fall des Journalisten Afgan Murtali ist, dass die Unrechtsjustiz offensichtlich nicht nur in Aserbaidschan funktioniert, sondern dass der Arm aus Aserbaidschan bis Georgien reicht. Und das, was uns sehr wichtig ist, ist, dass dieser Fall insgesamt aufgeklärt wird und dass unabhängige Untersuchungen nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch in Georgien dazu stattfinden. Ich hoffe sehr, dass wir mit unserer Resolution Afghanen helfen können. Ich setze darauf, dass Kommissar Hahn, der morgen in Baku sein wird, dazu verhandeln wird. Und ich hoffe, dass auch alle anderen Fälle von Unrechtsjustiz Thema sein werden für die Beziehungen zwischen den europäischen Institutionen und Aserbaidschan. Unsere Resolution fordert nicht nur die sofortige Freilassung von Afgan Murtali, sondern von Dutzenden anderen Journalisten und Menschenrechtlern, die in Aserbaidschan zu Unrecht im Gefängnis sind und die auch gefoltert werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.